Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt gesehen, wir sind vom Campingplatz losgefahren und jetzt hier wieder entlang des Fjords. Eine herrliche Aussicht, wie ich euch gerade zeigen konnte. Ja, so macht das richtig Spaß. Wir fahren jetzt weiter nach Rosendahl. Da soll es auch ein Schloss von der Baronie Rosendahl geben. Mal schauen, ob wir uns das angucken können. Dann sehen wir uns gleich wieder in Rosendahl. Angekommen hier in Rosendahl, haben mal kurz auf dem Stellplatz geschaut, da kostet die Übernachtung 30 Euro circa. Wir wollen aber ja nur die Baronie uns ja eigentlich anschauen. Wäre ein bisschen teuer gewesen für 2 Stunden oder sowas. Sind jetzt hier auf dem Parkplatz gefahren, kostet die Karte 7,50 Euro. Naja, geht noch. Und jetzt gucken wir uns mal die Baronie, Schloss, den Garten hier von Rosendahl an. Also bis gleich, würde uns freuen, wenn ihr mitkommt. Aufstehen. Na, ihr kleinen Döner. Hallo, das wären keine Döner. Ich bin hier zur Freude weg. Interessiert ihr auch gar nicht. Ne? Ja, wir gehen doch jeden Tag die doofen Touristen vorbei. Ja. Die Baronie Rosendahl ist die einzige Baronie in Norwegen. Ursprünglich war sie das Gut Hatteberg und ein Hochzeitsgeschenk für Karen Morved, damals die reichste Erbin Norwegens, und Ludwig Rosenkranz bei ihrer Heimat. Das Schloss wurde 1665 fertiggestellt und von König Christian V. von Dänemark-Norwegen zur Baronie ernannt. Seit 1927 ist sie im Besitz der Universität Oslo. Ihr habt dort außerdem eine tolle Gartenausstellung, die ihr bewundern könnt. Es gibt einen Imbiss, Kaffee und Kuchen. Und im Sommer finden dort auch einige kulturelle Veranstaltungen statt. Ja, da scheint hier der Rosengarten vom Schloss zu sein. Leider blühen die noch nicht. Das wird wohl Juli werden, denke ich mal. Dafür sind wir noch zu früh dran. Aber andere schöne Blumen, bunte Blumen, sind hier schon voll am Blühen. Das war die Führung in der Baronie Rosendahl. War sehr interessant. Man hat einiges auf Englisch auch verstanden. Gut, den Rest muss man halt nachlesen. Wir setzen jetzt so langsam unsere Tour fort. Es geht dann weiter grobe Richtung Hardanger Fjord. Wir haben noch eine Fährfahrt vor uns. Mal schauen, wie das heute geht. Wenn nicht so lange warten müssen wie gestern. Wir melden uns dann einfach wieder von unterwegs. Also bleibt dabei. Bis später. Ciao.
Ja, kaum von der Fähre runtergefahren, genießen wir hier schon wieder herrliche Aussichten entlang des Fjordes. Müsste schon der Hardanger Fjord sein. Unser nächstes Ziel ist ja der Steindalfossen. Der ist ja auch bekannt, wo man hinter dem Wasserfall entlang gehen kann. Ich hoffe mal, da ist es heute nicht zu voll. Ich hoffe mal so, dass die Norweger wieder auf der Heimreise sind. Denn die müssen ja morgen wieder arbeiten. Morgen ist Pfingsten vorbei. Also bis später. Wir sehen uns. Ciao. Ja, Sabine hat sich erstmal gemütlich gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch weiter mitfährt. Ihr werdet es sehen. Nee, sie schüttelt den Kopf. Dann tschüss. Am Steindalsfossen angekommen. Der ist ja sehr bekannt. Da geht man dann hinter dem Wasserfall her. Da bin ich ja auch mal gespannt drauf. Sabine hat schon gesagt, sie geht da nicht hinterher. Wir könnt ja nass werden. Genau. Ja, das muss natürlich sein, ein Souvenirshop. Zum nächsten Pass auch runterkommt, ne? Angekommen am Feriencenter Hardanger, hier direkt am Wasser einen Stellplatz bekommen. Besser geht es eigentlich gar nicht. Es ist sommerlich warm mittlerweile hier in Norwegen, über 20 Grad. Und da werden wir heute Abend ein bisschen grillen und den Abend dann wieder gemütlich ausklingen lassen.
Also man kommt rein, aber es ist saukalt. Also zum ins Wasser springen müsste man mir schon mehr bieten wie eine Kiste Bier oder sowas. Es ist noch richtig kalt hier an den Füßen. Eine herrliche Abkühlung, wenn man den ganzen Tag unterwegs war, aber zum Baden, naja, Anfang Juni, auch kein Wunder, nur für absolut Hartgesottene. Und das war früher mal. Da genieße ich lieber die Aussicht hier. Ist einfach herrlich. Ja, wunderschön liegt der Campingplatz Hardanger Feriencenter hier am Hardanger Fjord. Ihr habt dort direkt Bademöglichkeiten, wenn es ein bisschen wärmer wäre. Natürlich auch Möglichkeiten mit dem Boot, euch hier die Gegend anzuschauen. Der Campingplatz bietet alle Fähr- und Entsorgungsmöglichkeiten, die man benötigt. Das Sanitärhaus ist ja sauber, es funktioniert alles, ist natürlich auch nicht das allerneueste und modernste, aber absolut okay. Ja, wir haben den Abend hier genossen, noch ein bisschen was gegrillt und das Ganze dann ausklingen lassen. Das waren die Bilder vom Feriencenter Hardanger. Wir sind dann am nächsten Morgen weiter. Es geht dann Richtung Hardanger Widder und weiter wieder Richtung ins Landesinnere von Norwegen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonniert doch gerne den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos von uns. Also bis bald. Tschüss.